Ja, hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zum nächsten französischen En Savoir Video. Jetzt schauen wir uns ein richtig großer Klopper an, das Le Pradel, mit diesem wunderschönen, dunkelschwarzen, grauen Horngriffschalen. So, technischen Specs hier dazu. Dann haben wir noch die weiteren Abbildungen. Das En Savoir Le Pradel aus der Region der Normandie kommt dieses Messer. Wurde von einem Mann namens Pradel so entwickelt, schon vor ewigen Zeiten, 1800, schieß mich tot, in der Normandie. Materialmix haben wir hier wieder einen XC75 Kohlenstoffstahl und Horngriffschalen. Hier haben wir wirklich eine große Klinge, also im ausgeklappten Zustand von Heft bis Spitze genau 10 cm mit einer Klingenstärke von 3 mm, 42A konform ist klar, keine Trageoption, Gewicht nur 91 Gramm und ein finde ein hammermäßiger Produktpreis von 39 Euro. Für so ein schönes, großes, rustikales, ja, in der Größe und der Ausführung kannst du schon, ne, als Outdoor-, Wander-, Campen-, Zelten-, Festbarmesser nehmen, ne, mit einer 10 cm Klinge. Und auch hier ist die Bezugsquelle Brandners Homestyle. Ne, wenn man nochmal nachlesen will, auf Stopp, das Le Pradel. So, was haben wir hier noch ein bisschen dazu? Okay, gibt es mit Horn und sogar noch mit Korkenzieher, mit Horn und hier dieser großen, ist die Frage, ob das jetzt die Aale noch ist oder ob das hier schon bei den Fischern ist für die, genau, der Don halt, ne, damit kann man auch, ne, Rinderzüchter hatten es als verwendet oder auch noch die zum Öffnen von Knoten vielleicht, ne? Bei den Fischern oder so. Ne? Jo, wer halt für so einen Don Anwendungszwecke hat, ne? Auch im Segelsport gibt es an vielen Messern immer noch solche Knotenlöser. Ich denke mal für die Franzose eher wichtig, der Korkenzieher. Dann gibt es noch mit Violettholz und Olivenholz Griffschalen. Ne? Aber hier in dieser Ausführung, Nummer 1 hier, für 39 Euro wirklich sehr günstiges Messer. Mit 5 Nieten allein im Griff. Ordentlich robust vernietet, auch am Rücken alles sauber runtergeschliffen. Keine scharfen Kanten. Was mir auch wieder gefällt, hier der kleine Klingenüberstand, um die Schneide zu schützen. Gefällt mir sehr gut. Das Feature gehört an viel mehr französische Messer. Tradition hin oder her. So, jetzt aber. Maria ist immer noch hier, ich werde sie einfach nicht mehr los. Ich habe noch nicht so Abendbrot gegessen. Genau, und ich tue hier nur filmen und komme nicht fertig hier, werde nicht fertig vor lauter hier Deko-Essen. Das zählt ja gar nicht als Essen, ne? Das ist so mehr Deko-Essen. Ne? Da wird mehr gequatscht und Messer in die Kamera gehalten, anstatt gefuttert. Ne? So, jetzt aber. Hier haben wir noch Käse, Tomate, Brot brauchen wir nochmal. Aber jetzt würde ich die hier noch probieren. Und das ist hier Wurst, aber vegetarisch. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Hatte ich so jetzt auch noch nicht. Oh ja, scharf. Carbon. Soll so Fleischwurst-Style sein, da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ups, flutscht aus der Pelle, brauchst du gar kein Messer, aber probieren wir mal. Schöne Konsistenz. Und Messer geht natürlich hier durch, wie ein heißes Brötchenmesser, durch die Butter. Und so, was mir hier noch auffällt, vom Style her, ne, an was erinnert es? Ich finde ein bisschen an ein Cap-Hard-Design, ne? Müssten wir mal meinen Small Cap-Hard BRK holen, ne? Müsste so, ne, ganz ähnlich sein. Jawohl, probieren wir mal diese vegetarische Fleischwurst. Du, gar nicht so schlecht, hol mal den Senf. Was jetzt fehlt, ist noch ein französischer Dijon-Senf, aber kann ich jetzt leider nicht mit Ihnen. Stefan, kann man essen? Das ist natürlich ein Messer fürs Grobe, 10 cm Klinge, robuste Ausführung. Also diese Krustenrinde hier und diese Baguette, das ist echt knusprig. Das ist wirklich von heute. Und das ist natürlich dann auch ein Messerpreis. Da gibt es wirklich keinen Grund, das Messer zu schonen oder in die Vitrine zu stellen. Das gehört in den Rucksack.
und mit zum Wandern oder zum Herrenausflug, zum Picknick, ne? Wo ist man? Oh, mir ummischt. Machen wir noch Senfätzung. Die werden sich freuen, wenn ich die Dinger zurückschicke. Können sie dann als Demo- und Testmesser verwenden. Spitze ein bisschen zu breit als Piekser, aber dafür schneidet dieser C75 Kohlenstoffstahl hervorragend gut, frisch aus der Box, nicht nachgeschärft oder abgezogen, funktioniert. So, und jetzt kommt die Königsklasse, das Schmieren von so einem französischen Gorgonzola-Style und wie gut nachher die Käsepampe wieder von der Klinge geht. Da sind natürlich Klingen, die super poliert sind, optimal. Da wäre irgend so ein grobes Stonewash-Finish keine gute Idee. Jo, ist ordentlich poliert, für nur einmal dann drüber ziehen. Da hatte ich schon andere Klingen, wo es regelrecht dran klebt und da das Ding echt 5 Minuten unter heißes Wasser halten muss, bis du hier wieder die Pampe runter hattest. Ne? Aber hier, selbst mit dem trockenen Zewa einmal drüber und sieht wieder ansprechend sauber aus. Ja, das Le Bradel, ein top, sage ich mal, Budget-Tipp für 39 Euro und französisch handgemachtes Messerchen, ist das wirklich ein Schnäppchen. Und so, ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Video gehen, lassen wir es uns hier erstmal richtig schmecken. Und vielleicht machen wir noch ein Messer hier zum Essen und die restlichen ziehen wir uns dann ohne Futter rein. Ne? Okay, dann sage ich hier schon mal an der Stelle danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Mit Sabot-Messer, das Le Bradel, verabschieden wir uns jetzt und wünschen euch auch noch einen guten Appetit. Ciao Leute, macht's gut, bis zum nächsten Video. Hier im französischen Testcenter für tolle Messer. Bye, macht's gut. Ciao. Tschüss.